Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Omega Rubin. Wir sind vorm Kampf gegen den Arenaleiter bzw. Heiko hier. Ich bin Dragonias und wir starten einfach mal gegen Heiko. Vielen Dank! Okay, fangen wir gleich an. So, gib alles, Strassler, wir müssen einfach gewinnen. Wow, da wird er sogar böse. Da. Heiko setzt Trassler ein. Er hat immer noch ein Trassler. Ich bin gespannt, welches Level es inzwischen hat. Trassler ist Level 17. Oh, wird er nicht weit kommen wahrscheinlich in der Arena. Denn ich mach's One-Hit. Trassler wurde besiegt. Und Magnanin erreicht Level 21. Sehr schön. Oh, wow, Dragonia, du bist so stark. Well, Dragonia, du bist so stark wie irgendwie. Vergiss immer, dass der so eine Stimme hat. So. Okay. Engel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Vielen Dank, Dragonia. Trainer zu sein ist keine leichte Aufgabe, was? Es reicht nicht, ein Pokémon-Trainer einfach nur durch Kämpfe zu trainieren. Es gehört mehr dazu, ein guter Trainer zu sein. Und sei doch nicht gleich so niedergeschlagen, Heike. Was hält dich davon ab, nach und nach stärker zu werden? Richtig, nix. Mit Ö, nix. Komm, lass uns nach Hause gehen. Da warten schon alle auf dich. In Ordnung, Dragonia. Ich werde viel stärker werden. Und durch diesen einfachen Kampf ist mir so viel klar geworden. Ich beginne zu verstehen, was ich und Trassler und mir zumuten kann und was nicht. Wow, ich habe dich gerade one-gehittet. Du kannst eigentlich daraus gar nichts schlussfolgern. Nur, dass du unglaublich schwach bist. Und deswegen möchte ich schon mal etwas bitten. Bitte erkenne mich als deinen Rival. Ach, ich rede schon wieder dummes Zeug. Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Und tschüss. Bis demnächst. Jetzt dämmert's mir so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Dass aus Heiko ein so ein zuversichtlicher Junge geworden ist, verdankt er allein dir. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ach ja, hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. VOM 06 Zertrümmerer. Damit können wir Steine zertrümmern. Wenn dir unterwegs riesige Felsen den Weg versperren, wird dir die Attacke Zertrümmerer den Weg ebnen. So, ich verabschiede mich doch langsam. Schau bei Gelegenheit mal bei uns im Wiesenflur vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und Heiko natürlich auch. Mach's gut. So. Auf in die Arena. Das war ja im Moment nicht so stark von Heiko. In der Arena können wir Schalter aktivieren, um bestimmte Stromdinger. Also diese. Kann ich da eigentlich. Nee, ich kann da einfach nicht durch. Das ist wie eine Wand sozusagen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier machen. Aber der Trainerkampf hier ist unumgänglich. Dementsprechend kämpfe ich lang gleich mal mit ihm. Mein Herz brennt vor Leidenschaft. Deine Träume gehen in Flammen auf. Yeah! Ja, der Rocker. Gitarrist Chuck. Magnetilo. Ja, hier haben wir viele Elektro-Pokémon. Magnetilos Elektrostahl. Ich mache jetzt einfach mal hier mit Megasauger. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, das war mir klar. Oh, Donnerwelle ist nicht so cool. Das paralysiert nämlich. So, okay. Das heißt, ich bin jetzt zu sehr, sehr, sehr der Wahrscheinlichkeit langsamer als er. So, egal. Aber er macht. Ja, genau. Und das ist leider ein kleiner Nebeneffekt, der passieren kann, dass ein kompletter Angriff bei mir nicht durchkommt. Voltwechsel ist eine Elektroattacke, die das Pokémon austauscht. Er hat leider nur zwei, also wird Frisselblitz als nächstes kommen, okay. Das ist mir sogar ganz recht. Da macht nämlich Megasauger mehr Schaden. So, schön. Okay, Frisselblitz wurde besiegt. Schwalbus hat Level 24. Schwalbus ist hier wahrscheinlich etwas unnütz, würde ich sagen. Deswegen muss hier Reptain doch... Ich habe jetzt hier leider keine großartigen Bodenattacken. Wobei Magnetilo wahrscheinlich Schwebe hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das heißt, Bodenattacken würden gar keinen Effekt haben drauf. So, Magnetilo ist besiegt.
Toll. Du besiegst Chuck, den Gitarristen. Ey, das war ein heißes Duell. Ja, war ganz okay. Ne? Oh, meine Maus ist gerade im Bild, sehe ich. Hoffe, man sieht's nicht. So. Ich guck mal ganz kurz, ob ich was gegen Paralyse habe. An Bären. Vergiftung, Paralyse. Ja, am Arena-Bären. Zack. Du, 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 du. Auf in den zweiten Stock. Ich mache einfach mal die Trainerkämpfe mit. Aus dem einfachen Grund, dann kann ich nämlich leichter mit diesen Stromdingern hier rumspielen. In dieser Arena gibt es Knobelaufgaben zu knacken. Das macht Spaß, oder? Ja, so wirklich schwer ist es nicht. Meistens muss einfach nur auf alle Schalter einmal gehen. Egon wird reinkommen. Und Frisselblitz kommt. Ich kämpfe hier nur mit Reptane. So viel jetzt schon mal. Aus dem einfachen Grunde, weil Reptane hier doch die besten Chancen hat. Und am schnellsten hier durchgeht. So, ich weiß, ihr sagt, Reptane wird zu stark. Na ja, und? Habe ich jetzt kein Problem mit. So, okay, das hier ist offen, das heißt, wir müssen jetzt gegen die hier kämpfen. Mein Charme und die Attacken meines Pokémon werden dich schocken. Schocken. So, Bärbel. Bärbel. Medite wird eingesetzt. Das Ding kann auch sowas wie Donnerschlag. Dementsprechend denke ich mal, deswegen ist es mit drin. Aber Kampf ist jetzt kein... Ja, genau. Hier Donnerschlag. Zack. Flop. Nicht sehr effektiv. Mein Megasauger macht aber trotzdem ordentlich Schaden. Jo. Wunderbar. Medite wurde besiegt. Erfahrungspunkte Level 26. Und... ich habe Bärbel besiegt. Und deine Stärke ist umwerfend. Den lasse ich jetzt mal kurz aus. Oh, hätte ich vielleicht doch nicht machen müssen. Ich muss den schon aktivieren. So. Wie gesagt, wahrscheinlich muss man einmal auf alle Schalter drücken. Dann kommt man auch hier durch. Hallo, mein Freund. Ich habe mit Walter trainiert, daher bin ich nicht einfach zu schlagen. Ja, ich habe auch schon in der ersten Arena gesagt, die erste Arena kann man meistens die Kämpfe umgehen. Danach wird es dann irgendwann so, dass man manche Kämpfe einfach machen muss. Ist aber wie gesagt nicht schlecht, da die hier so ein bisschen stärker sind, mehr Erfahrungspunkte geben. Ah, Voltoball, ich habe jetzt keine Lust, dass da eine Explosion kommt. Machen wir es gleich mal platt. Ba, 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 ba. So, nochmal ein Voltoball, da müssen wir es gleich nochmal platt machen. So, Megasauger. Okay. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, was er eingesetzt hat. Das war auf jeden Fall nicht stark. Spezialangriff steigt, das ist schön. Laubklinge sollte reichen. Flop. Und kaputt. So, okay. Hab ihn besiegt. Stecker raus und fertig. So, und dann geht es noch zum Arenaleiter, Walter. Du hast es geschafft, zu mir vorzudringen. Waitakyo, du hast alle Schalterrätsel gelöst. Das ist ja mein Ding. Jetzt, wo der Umbau von Malmfro City gegessen ist, kann ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, meine kleinen Maschinen zu bauen und mir mit jungen Trainern wie dir Kämpfe zu liefern. Ich bin Walter, der Arenaleiter von Malmfro City, und dein Team macht sich besser schon mal auf eine Ladung Starkstrom gefasst. Walter ist cool. Der lacht die ganze Zeit. Ja, wir sehen den Donnerorden. Oder Elektroorden oder irgendwie, wie sie es auch immer nennen, Starkstromorden. So, Magnetilo kommt. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich zweimal Megasauger mindestens nutzen müssen.
So viele habe ich nicht mehr übrig. Sind... Ja, okay. Schön. Ja, es setzt wieder Donnerwelle ein, was nicht so cool ist. Okay. Machen wir einfach weiter. Megasauger. Magnetilo setzt Tackle ein. Ich setze Megasauger ein und das Magnetilo ist fast tot. Aber er hat Tränke, das darf man nicht vergessen. Ja, hier kommt der Supertrank. Ich habe jetzt absichtlich Laubklinge gemacht, weil ich mich nicht heilen muss. Ich bin paralysiert, natürlich bin ich paralysiert. Probieren wir es nochmal mit Laubklinge. Ich möchte mal gerne wissen, wie viel Schaden ich daran mache. Voltwechsel. Okay. Was hast du noch? Ein Magneton. Ja, geil. Das ist nur noch die Stufe danach. So, ich mache jetzt hier einfach mal... Ja, komm, Laubklinge. Magnetbombe. Oh, cool. Nicht ganz so cool. Das ist eine Stahlattacke, soweit ich weiß. So. Jetzt einmal Megasauger. Oh, nein. Oh, verdammt. Glück gehabt, dass das Superschall nicht getroffen hat. Jawohl, sehr schön. Gut gemacht. Zweimal Superschall ausgewichen. Okay. Mein Reptin ist doch eher speziell als physisch. Nein, der Superschall hat getroffen. Oh, das ist nicht gut. Das bedeutet, ich bin verwirrt. Aber ich bin paralysiert. Wow. Wahrscheinlich hätte ich sogar getroffen. So, einmal Magnetbombe auf mich. Bumm. Ich bin immer noch verwirrt. Und habe mich selber getroffen. Juhu! Ist das nicht schön, wenn das so gut klappt? Okay, komm. Ich bin nicht mehr verwirrt. Megasauger. Magneton ist erstmal weg. Das ist gut. Das ist sogar echt sehr gut. So. Mein Vogel macht gerade böse Sachen. Hörst du auf, mit dem Kabel rumzuknabbern? Nein. Ah. Diese Vögel, dann lässt man sie einmal raus. Okay, ich lasse sie öfters raus, aber... Jetzt, hörst du auf damit? Man muss immer auf sie aufpassen. Sie sind wie kleine Kinder. Geh weg da. Hopp, hopp, hopp. Husch, husch. Gut. Ja, der macht gleich wieder weiter. Ich kenne den. So, ich möchte Reptin drin lassen. Ich mache jetzt einfach weiter. Ich muss nur nebenbei... Ach, das ist das neue. Es ist ein anderes Magnetilo gewesen. Voltwechsel. Das ist nicht effektiv. Ah, okay. Jetzt hat er aufgehört. Braver Vogel. Ganz braver Vogel. Und ein Voltoball kommt. Jawohl. Megasauger macht hier mehr Schaden als beim Magnetilo. Das heißt, ich kann mich gut heilen. Jawohl, jawohl, jawohl. Das war sehr, sehr schön. So. Magnetilo, komm her. Ich möchte dich aussaugen. Oh, ich habe nur noch einen. Das ist nicht so gut. Egal, ich brauche die Leben. Jawohl, sehr schön. Das ist nicht sehr effektiv. Ein Volltreffer dafür. Das heilt mich trotzdem nochmal gut. Und jetzt kann ich mit Laubklinge den ganzen Spuk ein Ende machen. So, ja. Mach mich Tackle. Kein Thema. Plopp. Und Magnetilo ist besiegt. So, ich habe Walter besiegt. Die Niederlage habe ich verdient. Du hast meinen Stromkreis unterbrochen und mir den Saft abgedreht. Hier hast du deinen Orden. Das finde ich sehr schön, dass hier so ein schöner Farbüberlauf ist. Gelb auf Türkis. Den Dynamo-Orden. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon die VM-Attacken Zertrümmerer auch außerhalb von Kämpfen einsetzen. Ab jetzt gehorchen dir außerdem alle Pokémon bis Level 40, selbst wenn du sie von anderen Leuten erhalten hast. Und hier hast du noch ein kleines Extra, nur keine Bescheidenheit. Nimm ruhig! Voltwechsel. Voltwechsel ist ziemlich nice. Schöne Attacke. Ein Pokémon, das Voltwechsel eingesetzt hat, kehrt sofort nach dem Angriff in seinem Pokéball zurück und wird durch ein anderes Pokémon aus dem Team ersetzt. Junges Gemüse mit Talent sieht man hier viel zu selten. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn plötzlich jemand von deinem Format vor mir steht. Okay, danke. Ich geh mal. So, der Strom ist erstmal abgeschalten. Und ich muss ins Pokémon Center.
um mich mal zu heilen, die Paralyse wegzukriegen und meine Attacken wieder aufzufrischen. Jo, du, 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 du. Ich habe erstmal das Wichtigste im Pokémon Center gemacht. Ist das schon wieder dieser Mr. O? Ich muss ihn ansprechen. Aber er hat doch diesmal rote Haare und ich. Gestern waren es doch noch gelbe Haare, oder? Ich heiße Trendwick, weil ich volle Pulle trendy bin. Alter, schon wieder so einer. Soll ich dir ein paar angesagte Szenensprüche beibringen? Ja. Affenstark, meine abgefahrenen Sprüche gehen eben ab wie Fußpilz. Bei Teenies wie dir bin ich voll angesagt. Was? Du findest meine Sprüche total uncool? Ja, uncool im Sinne von heiß? Claro Fand! Alter, ohne Witz, was haben die eingestellt für Leute? Bitte such euch irgendwelche anderen! Du findest meine Sprüche also total heiß. Was? Du verstehst du Bahnhof? Dann frag deine Eltern, die können dir meine obercoolen Sprüche bestimmt erklären. Okay, werde ich machen. Aber danke, dass du trotzdem zugehört hast. Als kleines Schankedön bekommst du von mir die Waschma, ich meine natürlich O-Kraft. Let's Fetz und herzlichen Glühstrumpf. Ich hoffe, man hat's gehört. Nächstes Mal bringe ich dir noch mehr Szenensprüche bei. Die sind so abgefahren, das schlackerst du mit den Füßen. Ja? Geh mal einmal raus und einmal wieder rein. Ich will die O-Kräfte haben. Auch wenn ich mich durch so einen Scheiß hier kämpfen muss. Ohne Witz. Okay, du willst nicht. Gut. Habe ich jetzt eigentlich geheilt? Ja, habe ich. Okay, perfekt. Das heißt, uns hält gerade nichts mehr in Malvenfroh City. Ihr könnt mir natürlich auch gern schreiben, was es in Malvenfroh City so alles Schönes gibt. Dann kann ich das dann nochmal abgrasen irgendwann. Auf zum nächsten Spiel. Was war unser nächstes Spiel nochmal gleich? Na, der Schlotberg. Konzentriere dich gefälligst ein bisschen, sonst schimpft uns Kalle wieder aus. Der Schlotberg. Bis wir endlich da sind, steht noch ein langer, langer Fußmarsch entlang der Route 112 bevor. Hätte ich mich doch bloß irgendwo eine kleine Erfischung vor unterwegs besorgt. So. Hinaus, Route 111. Auf zum Schlotberg, das ist auch unser nächstes Ziel. Hi, was sagst du mir? Ich habe die Familie Shigas herausgefordert und viermal hintereinander gekämpft. Hinterher war ich kaputt. Ja, hier gibt es mehrere Pokémon-Kämpfe hintereinander. Die nehme ich mit. Ich werde auch das hier... Ja, genau. Tritt zu gegen meine Pokémon gegen uns vier Familienmitglieder hintereinander an. Ja. Am Anfang ein bisschen schwächer. Das wird dann immer stärker. Und... Genau. Ja, Raptail ist hier vielleicht nicht die klügste Wahl gegen ein Schwalbini auf Level 17. Wird schon ein bisschen Schaden machen können. Hier kommt Pikachu ins Spiel. Pikachu, du bist dran. Alter, dieses Kleid. Okay. Dann brauchen wir einmal Elektroball. Oh, ein Ruckzuck kommt, das heißt, du bist eher dran als ich, das ist okay. Aber mein Elektroball wird dich zerfetzen. Bam, kaputt. So, Schwalbini wurde besiegt. Pikachu erhält Erfahrungspunkte. Und erreicht Level 24, ja, schön. 27 für Reptan. Magnetin 22, ja, jetzt haben wir dann langsam alle durch. Ein Zickzacks, dort werde ich mal... Was hat denn Ineko eigentlich für Attacken? Ich nehme mal Ineko. Die hat... Aber nur, ich glaube, wir haben mit Ineko noch nie gekämpft. Aber ich finde es cool, dieses Pokémon. So, süß gegen hässlich. Duplex, Hieb. Bam. Und noch eine Ohrfeige. Und noch eine Ohrfeige. Und er heilt sich. Sehr gut. Und noch eine Ohrfeige! Ja, Ineko, du magst scheinbar keine Zickzackse. Denn Ohrfeigen sind immer schön. So, Angriff von Ineko sinkt. Das ist natürlich uncool.
Duplex-Hieb ist deswegen nicht so verkehrt, weil er halt öfter treffen kann. Aber wenn jetzt natürlich der Angriff sinkt, wird bei jedem Schlag ein bisschen weniger gemacht. Zigzags wurde aber trotzdem besiegt. Easy. Nico erhält Erfahrungspunkte. Auch der Rest erhält Erfahrungspunkte. Und ich besiege Viktor. Wow, du bist stärker, als du aussiehst. Do, 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 do. Hey, ich habe einen starken Trainer gefunden. Und die nächste kommt raus. Oh, meine Güte, du bist aber jung. Trotzdem musst du ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich an der Reihe. Ja, die Familie machen wir fertig. Roselia! Ja, komm her, Roselia. Ja. Ja. So, einmal Zornklinge. Na, okay, macht nicht allzu viel Schaden. Zauberblatt aber auch nicht. Ne? Hier, Zornklinge. Wow, okay, das war ein Volltreffer. Ziemlich sicher. War kein Volltreffer? What the fuck? Okay. Dann nochmal Zornklinge. Tschüss, Roselia. Das war ein Volltreffer. Hat man natürlich nicht gesehen, weil die leben eh schon ziemlich low waren. So, Schwalboss erreicht Level 25, Ineko 22, okay. Finte soll sie lernen, das ist nicht allzu schlecht. Naja, okay, ich mach mal Anziehung weg. So. Ineko lernt Finte. Und Victoria wurde besiegt. Ach, wie stark du nur bist. Geld, gib mir Geld. So, der nächste. Du bist stärker als Mami? Wow. Ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Bam, 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 bam. Sieglinde. Ja, das ist übrigens die Familie von Siegfried. Oh, cool. Goldini. Easy! Mega Sauger! Tschüss! Da, 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 da. So, und ein Kamaup. Kamaup Feuertyp ist jetzt nicht ganz so cool. Da wird mein Geweiher kommen. Blub, 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 blub. Und Blubstrahl. Ja, easy, sehr gut. Komm auf, wurde besiegt. Perfekt. Geweiher kommt auf Level 21. Lernst du mal was Neues? Nein, okay. Knilz wird als nächstes eingesetzt. Dort werde ich meinen Schwallboss nutzen. Ba, 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 ba. Komm her, Knilz. Kämpfe gegen mich wie ein Mann. Oh, du bist eine Frau. Ups. So, dann tut's mir leid. Da musst du einfach nur sterben. So, Knilz kaputt. Schwalbus erhält Erfahrungspunkte. Und Sieglinde wurde besiegt. Hä? Ich sag bloß, ich habe verloren. Hast du. Definitiv. Das ist gemein. Oma. Wie konntest du meine Enkelin. Also, wie konntest du nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich! Dafür werde ich deinen Pokémon ordentlich in die Mangel nehmen. Mach dir was gefasst! Shigas Vicky! Hallo Vicky! Ein Medite. Ich wollte jetzt hier eigentlich meinen. Oh, ein Volltreffer. Schön. Oh, okay, das macht gut Schaden. Ich wollte jetzt hier eigentlich Magnain einsetzen, dass wir einfach alle durch haben. Aber gegen Medite hat Magnain relativ ungute Chancen. Wegen dem Kampftyp. Und das möchte ich jetzt nicht riskieren, dass ich jetzt ihn einwechsel und er sofort eine Kampfattacke in die Fresse kriegt. So, Vicky wurde besiegt. Oh, du bist stark, meine Enkelin hatte recht.
wenn du es nicht allzu eilig hast, dann komm doch kurz mit rein. Okay. Gebt ihr mir was? Okay. Okay, halt. Ja, ich weiß. Ich möchte nicht mehr mit dir. Ah, okay, ein Macho-Band bekommen. Nice. Und du? Okay. Gut. Egal. Uninteressant. Wunderbar, meine lieben Freunde. Das heißt, wir sind hier erstmal fertig. In der nächsten Folge müssen wir uns dann hier durchschlagen. Warte mal, wir kommen hier nicht durch. Wie werden wir da durchkommen? Das, meine lieben Freunde, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.